Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Frisch aus dem Kino. Ich komme frisch aus dem Kino aus Mad Max Fury Road. Ja, und ich würde euch gerne teilhaben lassen an meinen ersten Eindrücken. Ich glaube, ich nenne einfach zwei Worte, die den Film ganz treffend beschreiben. Zum einen wahnsinnig und zum anderen gut. Wahnsinnig gut also fand ich den Film. Ich muss zugeben, ich hatte doch recht große Erwartungen. Ich mag die ursprüngliche Trilogie sehr. Mad Max hat mich immer fasziniert. Der Look, diese ganze, ja, diese Hintergrundgeschichte, diese Welt, in der das Ganze stattfindet. All das hat große Faszination auf mich ausgeübt und ich war sehr gespannt, was denn George Miller jetzt so viele Jahre später auf dem Bildschirm zaubern wird und vor allem, wie er das Ganze umsetzen wird. Und ich fand es toll, dass Tom Hardy Mad Max verkörpert, auch den Rest des Castes fand ich klasse und war auch relativ gehypt von den ersten Trailern. Ja, und jetzt habe ich mir den Film gegeben und muss einfach sagen, ich bin total von den Socken. Mad Max Fury Road ist wohl ja einer der besten Actionfilme, die ich seit vielen, vielen Jahren gesehen habe. Die Action ist wirklich ganz gut getimed. Man merkt, dass hier viel Liebe im Detail drin steckt. Es ist sehr viel handgemacht. Ja, wie gesagt, gut in Szene gesetzt. Alles passend und stimmig in diese Welt hineingearbeitet. Die Schauspieler glänzen, sowohl in den Action-Szenen als auch in der Interaktion miteinander. Wobei ich da vor allem Charlize Theron hervorheben möchte, die einen echt klasse Auftritt hinlegt, muss ich wirklich sagen. Ja, und das Ganze drumherum ist einfach stimmig und gut. Das Gesamtpaket hat mich voll überzeugt und ich bin sehr, sehr begeistert und beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass so ein altes Franchise jetzt noch so gut aufleben kann. Diese ganze Welt mit diesen einzelnen Gangs und den Symbolen und ja, dieses ganze Verrückte. Deshalb war natürlich von vornherein für mich schon die Frage, ob sowas heute noch funktionieren kann. Es wirkt alles doch sehr 80er, aber für mich hat alles wirklich gut gepasst. Ja, wenn ihr auf gut getimte Action steht und euch mal richtig im Kinosessel hinwegfegen lassen wollt, von dieser geballten Action und vor allem bildgewaltigen Action, dann kann ich euch Mad Max wirklich nur empfehlen. Ihr solltet auf jeden Fall reingehen ins Kino. Viel Spaß dabei!